Die läuft nicht mehr. Die ist trocken. Ja, die Quelle ist trocken. Eine kleine Pfütze sehe ich da. Ja. Mehr nicht. Ja, da ist auf 6 Meter Tiefe kein Wasser mehr. Ich muss mir Wasser kaufen. Oder ich muss Wasser aus dem Bach trinken oder Wasser aus dem See trinken. Ja, und woran liegt das? Meiner Meinung nach daran, dass die Menschen zu viel Wasser verbrauchen. Der Grundwasserstand sinkt. Dieser Bach könnte trinkbar sein. Aber da können Sie mich doch nicht für verantwortlich machen. Ich mache Sie aber dafür verantwortlich, weil ich behaupte, dass Ihr Desinteresse genau darin begründet liegt, weil Sie Ihre Lebensweise nicht ändern wollen. Deswegen interessiert es Sie nicht. Deswegen haben Sie nicht verstanden. Sie wollen schöne Kuhbilder fotografieren. Alti, talti, tal, armes Lämpchen. Oh, aua, aua. Ah, jetzt mal langsam. Also, ja. Ja, ich wohne in der Stadt. Da ist ja mein Lebensrhythmus sozusagen und meine Lebensweise also eine völlig andere. Ja, sage ich doch. Ja. Sage ich doch. Und die hat Konsequenzen. Ja. Die hat Konsequenzen darin, dass das da trocken ist. Wieso war eines Ihrer Bedingungen, dass ich nicht mit Team komme, sondern dass ich alleine drehen muss? Es ist einfach eine andere Nummer, ob ich mit einem Menschen allein... Ich kann grundsätzlich gut mit 4-Augen-Situationen, finde ich sehr angenehm. 6, 8, 10-Augen-Situationen mag ich lieber nicht. Ich meine... Oh, jetzt riecht's aber. Was riecht hier so? Steingeweih, ne? So sieht das dann aus. Das ist ein Wahnsinn. Und diesen Geruch? Das geht? Das geht, ja. Das aber, geht. Oh, schon grenzwertig. Ist grenzwertig, okay. So. Das reicht im Prinzip für mich den ganzen Winter. Ich esse eigentlich nur im Winter Fleisch. Also getrocknet oder eben in Gläser eingekocht. Das reicht für mich den ganzen Winter. Im Sommer esse ich gar kein Fleisch. Ich habe solche Sachen, sowas mache ich jetzt seit über 30 Jahren. Also ich bin über 30 Jahren irgendwie in diesem kleinbäuerlichen, selbstversorgerischen Milieu aktiv. Als mein Vater aufs Land ging, da musste er so aufpassen, dass er mehr Körner erntet, als er aufs Feld warf. Kriegen Sie es noch? Heute geben wir in der Landwirtschaft mehr Energie aus, als wir ernten. So, und da ist für mich der Anfang vom Ende. Genauso machen wir unsere Scheiße zum Sondermüll. Jetzt ist genug. So, jetzt will ich das Schaf wegtragen. Können Sie mir anfassen helfen? Mhm. Eine Hand hier dran, eine Hand unten an das Bein. Geht das? Ja, ja. So. Dann gibt es noch ein bisschen Zug. Ich häng den jetzt hier aus. So, danke schön. Und jetzt nehme ich. Ich hänge den auch aus. Und jetzt geht's los. Ja, ich stecke da relativ viel Arbeit in diese Aktion jetzt heute Morgen. Kesselfleisch, wie ich das nenne. Obwohl das nie, das würde Sinn machen, wenn hier 7, 8 Leute wären, die heute Mittag davon essen würden. Das will aber niemand essen. Wenn ich es nicht machen würde, würde das weggeworfen werden. Und ich mag es einfach nicht wegwerfen. Dadurch mache ich mir aber perverserweise Druck, weil es noch eine Menge anderer Sachen zu tun gibt. Abgesehen davon esse ich es gerne. Ich mag gerne einen ausgekochten Kopf, auch die Brühe.
Das Herz, alles, ich mag das sehr gerne. Probieren Sie mal. Nee, danke. Das wäre so, das wäre so sozusagen im Prinzip das, der Austausch. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Ja, aber um was deutlich zu machen? Zu sehen, dass um es... Unser Verhältnis hier, um die zwei Welten deutlich zu machen. Aber was sagt das aus über Ihre Welt und meine Welt? Weil die Geschmäcker beim Essen sind eben unterschiedlich. Sagt das so viel aus? Es sagt erstmal aus, dass Sie an meinem Essen nicht teilnehmen wollen. Sie verweigern meine Nahrung. Der Hof ist 5 Hektar groß. Es gibt eine Ziege, zurzeit 12 Hühner, eine Kuh, ein tragendes Rind und ein Bullenkalb. Und dann gibt es zurzeit noch 19 Schafe. Heute lebe ich ziemlich ausschließlich von Nahrungsmitteln, die ich anbaue. Was ich noch zukaufe, ist Hafer und Öl, Streichhölzer. Fällt mir so im Moment spontan ein, manchmal ein bisschen Zucker. Aber das brauche ich eigentlich auch nicht mehr, höchstens mal zum Einmachen. Ich möchte hier ein Limit dran setzen, oder? Weil ich will noch was arbeiten und wir haben gleich 5 Uhr. Ja. Oder? Gucken Sie mal eben. Ja, ist 8 Minuten vor 5. Ja. Können wir 5 Uhr Limit setzen? Verstanden. Ja? Ja. Majestine. Also ich bin Leckermaul und ich esse dann gerne so ein Glas Quittenmus im Frühjahr oder auch im Sommer. Als Leckerli praktisch, weil es ist wunderbar. Wenn das ein Jahr lang gestanden hat im Keller, hat das ein wunderbares Aroma. Ich besitze ein 6-Familienhaus, über 100 Jahre alt, 4,5 Hektar Wald und diesen Hof mit auch knapp 5 Hektar Land dabei. Ich kann nur Spaßbauer sein, weil ich geerbt habe. Also ich esse jetzt gleich, ich bin jetzt seit 4:15 auf und es gibt wieder wie gestern Kartoffeln, Wirsing, Kastanien, ungeschälte und eben Brühe. Ich habe einen sehr, sehr, ich sag mal, radikalisierten Lebenswandel. Oh ja, machen wir mal Kerze an. Die Veränderung kam dadurch zustande, dass meine die Mutter meiner Kinder und immer noch Frau, wir sind immer noch nicht geschieden, mir eröffnet hat, dass sie sich trennen will. Und das war der Einstieg, wo ich auch gesagt habe, ich kann jetzt einfach auch meine Selbstversorgung so weit radikalisieren, dass ich nur das esse, was ich selber anbaue. Das wäre mit der Familie nicht möglich gewesen. Na, na, na. Na, na, na. Und viele Würmer. Das ist natürlich fruchtbar. Ah. Ja. Komm mal. Die Ziege ist für mein Kaltwasser-Molkeabspülsystem wichtig, weil ich eben ohne Abflussrohr lebe und ohne fließend Wasser. Also ich spüle nur in Regenwasser und dann brauche ich Molke und Spucke. So geht's noch nicht. Das ist also einfach kaltes Wasser mit Molke. Und ich gebe hier keine
meine Sachen in meinen Spüleimer rein, die fertig sind. Und Speisereste natürlich auch nicht. Die Teller werden also abgeleckt vorher. Ja? Weil die Zunge will ja schließlich auch was zu tun haben. Und für unseren Verstand und die linke Gehirnhälfte soll es ja wichtig sein, dass die Zunge sich bewegt. Müde. Da bist du schön geworden. Das ist eine Junghenne von diesem Jahr. Neugierig, will eine Weintraube haben. Guck. Ein Kind von Frau Schwarz. Hat nur Brüder sonst. 4 Brüder. Da hinten ist Frau Braun. Es ist sehr schön zu sehen, wie Frau Braun gerade den Kopf hin und her schiebt. Ja, gucken Sie mal da vorne. Ein Schwenk machen, Frau Braun. Frau Braun ist ein Huhn, eine Glucke mit 3 Küken da unten. Sehen Sie? Normalerweise wäre jetzt auch noch ein Toningenieur da, der ein Mikrofon anhält. Und hat ein Ding auf dem Ohr und. Und hört mit und steuert aus, ja? Und kennt sich aus. Was soll das heißen? Was? Was soll das heißen? Dass er weiß, welches Mikrofon, wie viel Wind und so. Aber keine Kritik an ihm. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich wasche mit Asche. Also die Wäsche hat jetzt 24 Stunden eingeweicht und ich habe die immer mal wieder bewegt. Ist mindestens 2 Monate getragen. Nonstop täglich. 3 Pullover habe ich da hängen. Immer wenn ich den Pullover wechsle, kommen die auf die Leine, weil Wolle kann man lüften. Baumwolle stinkt. Baumwolle, das wissen Sie selber, Sie waschen wahrscheinlich Ihr T-Shirt jeden Tag. Ein Tag, ein T-Shirt pro Tag. Dieses Ding ist 2 Monate nicht gewaschen. Ja, waschen Sie mal mit der Hand, dann kommen Sie auf solche Sachen von alleine. Nochmal, um das die Sachen also eher lüften als waschen, das hängt auch mit dem Bedürfnis zusammen, weniger Wasser zu verbrauchen. Weniger Arbeit zu haben. Waschen mit der Hand ist aufwendig. Ich versuche so wenig wie möglich zu waschen. Deswegen habe ich zum Beispiel immer eine Serviette in der Tasche, um meinen Pimmel abzutupfen, damit keine Tropfen in die Hose gehen. Sie waschen wahrscheinlich Ihre Unterhose jeden Tag, wechseln Sie die Unterhose. Ich wechsle meine Unterhose vielleicht alle 14 Tage einmal. Und ich kann Ihnen die Unterhose geben, wollen Sie die auch abschnuppern? Nee, danke. Okay. Das wäre jetzt auch wieder eine Stelle, die ich gerne drin hätte. Nee, danke. Ich habe ein Diplom in Erziehungswissenschaft gemacht vor langer Zeit, 1977 oder so. Handarbeitende Selbstversorgung. Das ist für mich der Weg. Mein rechtes Bein ist 5 cm kürzer als das linke. Von daher ist Bewegung für mich entspannend. Ich tanze Salsa ca. 20 Jahre. Mittlerweile tanze ich fast jeden Monat einmal in Osnabrück im Haus der Jugend. Da gibt es eine große Salsa-Party. Das sind Radtouren von ja, 3/4 Stunde bis 1/1/4 Stunde. Eine Strecke. Ja,
Scheiße von einer Nacht. 20 Kilo. Ja? Aha. Oder 20 Liter. Das sind ungefähr 4 Fladen. Hier sind 4 Fladen drin in einem, an einem Morgen. Jeden Morgen trage ich diese Scheiße aufs Land. Ne? So, jetzt geht's los. Dass ich das mit Ihnen arbeite hier, das ist eine Arbeit, was wir da machen. Das kostet mich Zeit. Und ich habe nicht genug Zeit in 24 Stunden. Ich habe mehr Arbeit, als ich in 24 Stunden tun schaffen kann. Ja? Wenn ich Ihnen also Zeit abgebe von meiner Zeit, dann schaffe ich noch weniger von dem, was ich machen möchte. Und auch, was ich machen muss. Und auch von dem, was ich machen will. Ja? Das eine will ich, das andere kann ich, das dritte muss ich. So, wenn ich Sie also in mein Haus einlade, dann ist es wichtig, dass Sie mir helfen, dass in der Zeit, wo wir hier zum Beispiel jetzt sitzen und quasseln, wir heute Nachmittag zu zweit Äpfel pflücken. Ja, das ist auch eine Mischung übrigens von Regenwasser und von Spülwasser. Da ist auch eine Prise Spülwasser drin. Also Sie wissen noch, dass meine Molke im Spülwasser ist. Ja. Und ich will diese, weil ich habe nicht viele Molke. Die Ziege gibt im Moment nur, was weiß ich, ein Viertel Tasse Milch am Tag. So, entsprechend wenig Molke habe ich. Das heißt, die Molke wurde schon im Spülwasser benutzt? Nee. Ja, sicher, die Molke ist im Spülwasser, weil ich nur so wenig Molke habe. Und ich will mich ja waschen mit Molke. Ich will meine Säurebakterien auf der Haut nicht wegwischen mit Seife. Ich will mich mit Molke waschen. Ich habe aber nicht so viel Molke. Also benutze ich jetzt ein bisschen aus Molke-Mischung, Molke-Regenwasser-Mischung aus der Spülschüssel. Aha, okay. Mein Sohn ist im Tschernobyl-Jahr geboren. Ja, der Leo. Ich gehe bislang davon aus, wenn ich nicht mehr 3 Söhnen vorleben kann, wie ich mir vorstelle, ein Leben in funktionierenden Kreisläufen funktioniert. Da kann ich aufhören. Oh, die Uti! Ja, und als die Kinder noch bei mir gelebt haben, da hat sogar die Lehrerin gesagt, Herr Storwick, Sie müssen den Kindern ein Zimmer anbieten, die müssen ein eigenes Zimmer haben. Die sind jetzt in dem Alter, dass sie ein eigenes Zimmer brauchen. Sehr nette Lehrerin, Klassenlehrerin von Piet. Und da habe ich gesagt, ja, Frau, die haben ein eigenes Zimmer. Aber sie ziehen vor, bei mir unten zu sein, weil da geheizt ist. Die haben auch einen Ofen, doch. Aber sie müssen den Ofen selber anheizen. Das wollten die Kinder natürlich nicht. Sie haben vorgezogen, einfach unten bei Papa zu sein und auch da zu schlafen, solange sie bei mir waren. Weil da ein Ofen war. Das hat die Familie einfach zusammengebracht. Oder uns drei. Ich habe 3 Söhne. Der älteste ist Leonard, der ist 25. Ja, Piet ist 16 und Jelle ist 14. Piet hat jetzt bald die mittlere Reife und will dann Kindergärtner werden. Und Jelle geht noch zur Schule. Die leben beide bei ihrer Mutter, die Piet und Jelle. Die wohnen 2 Kilometer von hier entfernt. Hallo, Papa! Ach. Hallo. Tag. Ja, ich habe nasse Hände gehabt.
Ja, merkt man. Wolltest du auch antworten? Nee. Wie war es denn bei Eckart? Och, lustig. Viele Sachen. Viel Bier getrunken? Nee. Gar nicht? Ich war der Einzige, der ein Bier getrunken hat. Jeder weiß, dass das Kinder möchten so sein wie alle anderen. Ja? Die möchten nicht einen auffälligen Vater haben. Das Erste, was mir Jelle sagt, wenn ich ihn besuchen komme oder wenn ich mit irgendwo hingehe, aber bitte normal anziehen. Zum Beispiel diese Mütze wäre schon wieder nicht normal. Hm? Holzschuhe, nicht normal. Das heißt, Sie nehmen dann schon Rücksicht? Ja, nehme ich unbedingt Rücksicht. Ich nehme grundsätzlich auf alles Rücksicht. Er muss es nur sagen. Ja? Ich meine, Ihre Kinder würden hier ganz bestimmt auch nicht leben wollen. Ja, nee, ist ja alles zusammen so. Zu strenger Vater. Bio-Essen. Kein Fernsehen, kein Computer, kein Internet. Ja, genau, nicht die Medien. Und so weiter und so fort. Er hat eine schicke Freundin, habt ihr die Fotos gesehen? Wer hat eine schicke Freundin? Euer Bruder. Ja, habe ich gesehen, ja. Wir haben die alle schon vor dir gesehen, weil wir sind im Facebook. Genau, Facebook! Petra Raufmann, du hättest ihr nette Grüße ausgesprochen. Natürlich, ja, die sind auch alle bei Facebook. Jens ist auch bei Facebook, die sind alle bei Facebook. Der hat ja noch nicht mal einen Trecker zum Beispiel, war halt in der 4. Klasse ein Argument. Alle wollten Trecker fahren. Papa ist ein Bauer und hat keinen Trecker. In Indien auch. In Indien, FA, aber die sind ja keine Chinesen. Na, ich wollte mit mir herablassen, wir bin ich denn doof oder was? Und wenn alle so leben würden wie er, hätten wir ja bald keine Klimakarambolage und würden nicht unsere Welt zerstören. Das heißt, ist dein Vater dann ein Vorbild für dich in der Weise, dass du genauso oder so ähnlich mal leben möchtest? Nein. Also ich möchte nicht so leben, aber ich finde es eigentlich gut, dass er so lebt. Für mich ist es ein Glück, dass er durch sie nochmal mit dieser Thematik 2-3 Jahre versetzt nochmal konfrontiert wird. Ist für mich ein Glück als Vater. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Ja. Piet und Jelle, die können das so nochmal aus Abstand, das ist wie eine therapeutische Situation, die können das mit Abstand nochmal in ihren jungen Jahren nochmal durchkauen. Finde ich wunderbar. Und die Kinder machen das freiwillig. Sie haben die ins Boot gekriegt. Aber das zeigt ja, dass die Kinder es nicht leicht haben mit Ihnen als Vater. Nö. Richtig. Warum machen Sie es Ihren Kindern so schwer? Einfach, weil ich meine, jetzt benutze ich mal dieses Wort Überzeugung. Also für mich ist es eine Voraussetzung, um ein guter Vater zu sein, dass ich mit mir selber im Lot bin, also dass ich mit mir selber im Reinen bin. Und ich bin mit mir im Reinen, wenn ich in einer, ja, wenn ich so lebe, dass mein Leben für mich Sinn macht. Ja? Ich kann nicht leben darin, dass ich meinem Sohn ein Wasserklosett geschaffen habe in einer Umgebung, wo wir hier ein Wassernotstandsgebiet sind. Es gibt zeitweilig, hatte ich hier kein Trinkwasser mehr, was der EU-Ordnung entspricht. Da kann ich nicht, will ich nicht einfach ignorieren und so tun, oh, wir machen jetzt auch mal ein Wasserklosett an, damit der Junge keine Angst vor Spott haben muss. Nee, kann es nicht sein. Nachrichten aus Hillinghausen von den Wolken und dem Flieder und dem Pfirsichbaum. Und was so passiert war schon in der Früh, von der Esche, von Wilfried Meyer, der sein Gras gemäht hat. Ja, aber ich merke gerade, ich werde nicht traurig darüber, dass die Kinder hier nicht mehr schlafen. Die Kinder haben hier geschlafen auf diesen beiden Betten. Ne, ich bin darüber nicht traurig. Für mich ist Trinkwasser das höchste Gut. Mein zentrales Anliegen ist, dass wir hier im Wassernotstandsgebiet sind. Ich komme zurzeit nicht mit Hand an
trinkbares Wasser ran. Obwohl es, wie Sie sehen, überall von Wasser überläuft. Ich muss das einfach hinnehmen. Ich kann es nicht ändern. Ich kann niemand anklagen deswegen. Ich kann das nicht, kann die Menschen nicht verändern. Aber trotzdem bin ich darüber wütend, ohnmächtig, traurig, hilflos. Ja, dass es so ist. Ich muss es einfach erdulden. Man muss sich immer lieb tun. Unsere städtische grün-alternative ICE-Kultur. Scheiße! Das hat einen Preis. Und solche Leute wie Sie leben diese Kultur. Ich nenne Ross und Reiter aus meiner Sicht. Und es interessiert Sie einen Scheißdreck, ob da vorne die Quelle leer ist. Das wird an Ihrem Lebenswandel nichts ändern. Damit arrangieren Sie sich, wie Sie das nennen. Ich arrangiere mich damit, weil ich kann ja die Welt nicht verändern. Das habe ich nie behauptet. Doch, haben Sie behauptet. Das Wort arrangieren haben Sie in einem anderen Kontext benutzt. So, fertig, Schnitt. Mal mache ich im November hier vor 6 Jahren, ich glaube dieses Jahr sind schon, in diesem Jahr im November sind schon 7 Jahre, mache ich wieder mein Feuer an mit Taz. Und beim Knüddeln sehe ich die Wochenendausgabe, Kontaktanzeigen, und da steht dran, Sennerin und Filzerin sucht einen Mann für die Liebe, oder glaube ich. Oder möchte die Liebe leben, so hieß es, möchte die Liebe leben. Da habe ich drauf geantwortet, die Anzeige war vom Mai. Und die von der Taz haben das noch hingekriegt, diese Anzeige zuzustellen. Ja, und dann ist Claudia gekommen und wir haben zusammen Tango getanzt. Ich habe sie wieder zum Bahnhof gebracht. Und während wir auf den Zug warteten, habe ich mich hinter sie gestellt und meine Arme um sie gelegt. Das muss sie wohl sehr berührt haben. Aber ich glaube hauptsächlich das Tanzen. Die lebt jetzt im 3. Jahr hier. Wir haben getrennte Wohnungen. Ich glaube, zwischen unseren Wohnungen liegen 7 Türen, obwohl es unter einem Dach ist. Willst du Teller Suppe mit mir essen? Teller Suppe? Hm? Ja, du bist schon satt. Ich bin eigentlich satt, aber ein bisschen Suppe esse ich. Wolltest du Suppe essen? Ja, ich wollte jetzt Suppe essen. Das stimmt. Tee? Ja, gerne. Alles da, Milch und Zucker. Bitteschön. Du drehst die Augen so, die Mütze gefällt dir nicht, oder was? Oder mir der gefällt Pullover? Alles nicht. Alles nicht? Alles nicht. Pullover. Völlig scheiße, das Design. Pullover doof, alles doof. Doof. Alles doof. Mütze doof. Aber ich könnte ja eben, jetzt wenn wir schon so feierlich hier sind, ne, ich könnte ja eben mich jetzt mal so anziehen, dass es meiner Freundin gefällt. Weil wir sind ja schließlich im Fernsehen. Also. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Was soll ich dir anziehen? Selber entscheiden? Ja, kannst du mal gucken, ob du es hinkriegst. Ja, kein Problem, das machen wir doch. Jetzt wird die Suppe kalt. Das macht nichts. Ach so. Kannst du selber auf den Ofen stellen. Ja. Ja, solche Psychoübungen machen wir beiden immer. Das ist unser Lieblingsspiel. Also ich hatte die Vorstellung, sie wohnen zusammen. Nee, tun wir ja nicht. Warum nicht? Ja, weil es so unterschiedlich ist. Aber die Partnerschaft funktioniert trotzdem irgendwie. Ja, irgendwie schon. Wir treffen uns halt immer mal wieder, mal da und mal dort. Ja. Ja. Oh, oh. Gucken wir, was ein bisschen besser ist. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ja, wunderbar. Grüß die Hand. Ja, das gefällt mir gut. Mhm. Sehr schön. Mhm. Dann komm doch mal mit. Mhm. Kannst du jetzt deine Suppe essen?
Also hier habe ich mit meiner Frau damals und mit Piet und Jelle gewohnt. Das hat natürlich auch eine Frau mitgestaltet. Wenn ich das alleine gemacht hätte, hätte das nicht so ausgesehen. Für mich ist schön wohnen nicht wichtig. Also meine Freundin ist hierher gekommen mit den Worten, ich finde das alle ganz toll, wie du hier so lebst, aber ich will so nicht leben. Darf ich auf deinem Grundstück Abwasser machen? Und da habe ich eingewilligt, weil ich gerne wollte, dass sie herkommt. Und das hat uns in der Folge durchaus einen schweren Konflikt bereitet. Und der ist auch noch nicht vom Tisch. Ja, es geht da darum, eben, dass Gottfried der Ansicht ist, dass die Abwässer, die ich mache, also Dusche, Waschmaschine, Filz, Seifenlauge, dass ich die Verantwortung dafür übernehmen soll, wo diese Abwässer hinkommen. Und mir ist es schlicht und ergreifend ziemlich egal. Ich habe keine Lust, mich darum zu kümmern. Also ich benutze ökologische Seifen. Ich habe den Eindruck, ich mache da keine Sauerei. Auch zum Filzen benutze ich Bio-Kernseife, die angeblich gut biologisch abbaubar ist, was ich natürlich glauben muss. Aber ich habe einfach keine Lust, mich mit Abwasserthemen zu beschäftigen. Mein Thema ist irgendwie ein anderes. Ich möchte gerne filzen und schöne Sachen herstellen. Wenn ich sie jetzt hier so erlebe, doch harmonisch im Prinzip irgendwie, dann frage ich mich, warum wohnen sie nicht zusammen? Oh, das ist ja wohl deutlich, oder? Warum wohnen wir nicht zusammen? Ich meine, wie kann denn das zusammengehen? Jemand, der so wohnt und wohnen möchte, ganz deutlich, und jemand, der so wohnt und ganz deutlich so wohnen möchte. Wie soll denn das zusammenpassen? Das kann ja nicht gehen, oder? Ohne dass einer sich total verbiegt. Aber wie kann dann eine Beziehung gehen, ohne dass einer sich total verbiegt? Ja, wir können es ja gut besuchen. Wir klopfen da an der Tür an. Ich trage gerne achselfreie Hemden. Ich habe schöne Muskeln, die mag ich gerne zeigen. Genauso wie ich gerne Dekolletés bei Frauen anschaue, zeige ich gerne meine Muskeln, die zum Beispiel von meiner Sensenarbeit kommen. Ich benutze kein Deo und ich fahre mit dem Fahrrad dahin. Ich wasche mich vorher, aber ich heize mit Holz. Hier hängen Käse in der Bude rum. Also hier ist einfach Geruch. Das werden Sie, Herr Bialas, bestätigen können, und der Geruch ist in mir drin, so wie ich lebe, das ist einfach so, und den will ich nicht wegmachen mit Deo, und dafür ist der Geruch auch da, damit wir uns entscheiden können, mit wem wir riechen können und wen nicht. Und aber da gibt es immer wieder Stimmen, die das nicht verstehen, die sagen, Gottfried, nimm doch wenigstens Deo, weil ich würde gerne mit dir tanzen, und Gottfried weigert sich dann. Deo will er nicht benutzen. Will er nicht benutzen, ja. Der kleine Rebell. Für mich geht im Moment eine vieltausendjährige Epoche zu Ende, still und leise, und niemand sieht es. Damit meine ich, das Wort Kultur kommt von lateinisch collere, das heißt pflegen, bebauen, den Acker bestellen. Tausende Jahre wurde gepflügt. Heutzutage wird nicht mehr gepflügt, sondern es wird Gift gesprüht, und die Menschen sehen es nicht. Sie nehmen es nicht wahr. So,
Und das hat unheimlich viel damit zu tun, warum ich mit 3 Liter Wasser lebe. Put, 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 put! Frau Braun ist nicht da. Sie haben verstanden, dass ich ein Interesse daran habe, auch von Ihnen in dem jetzigen Prozess sozusagen eine Rückmeldung zu kriegen auf das, was hier passiert. Stichwort Hygiene. Rieche ich für Sie angenehm oder stinke ich für Sie? Das ist eine wichtige Frage. Da hätte ich gerne eine Rückmeldung drauf. Ich bitte Sie also, sowas nicht hinterm Berg zu halten. Ist meine Bude zu schmuddelig? Ist es Ihnen unangenehm, hier drin reinzutreten? Oder fühlen Sie sich wohl in meiner Bude? Da möchte ich gerne eine Rückmeldung haben. Das ist mein Wunsch, dass nicht nur ich das Objekt bin, sondern Sie gleicherweise hier Erfahrungen mit sich machen und die sichtbar werden. Ja, gut. Womit ist das Besteck gespült? Das Besteck ist gespült. Gespült oder abgeleckt? Nein, das ist wahrscheinlich im ersten Gang abgeleckt und im zweiten Gang im Molke. Mhm. Regenwassersystem abgespült. Ich gebe Ihnen eine Serviette. Okay. Da geht schon. Interessant. Hast du gesagt, interessant? Es wird sehr wenig Gewürz. Gar kein Gewürz. Gar kein Gewürz. Und ich kaue auf etwas, was sich anfühlt wie Sand. Ah ja. Hm? Das war. Mhm. Jetzt verstehe ich das. Leo ist hier nicht, weil er diesen Sand nicht will. Aha. Ich auch. Claudia auch. Ja. Als ich hier reinkam zum ersten Mal, mal ganz ehrlich, dachte ich, mein Gott, wie kann ein Mensch so wohnen? War mein erster Gedanke. Ja, ausgelöst durch welchen Anblick? Also es sieht alles andere als ordentlich aus, für meine Begriffe. Und es war. Zum Beispiel, was sieht nicht ordentlich aus? Ja, also wenn die Wäsche, die hier rumhängt, wenn ich mir die Küchenzeile hier angucke, ja, ist schon. Also schon mehr als gewöhnungsbedürftig. Ja, langsam mal, ich finde es sehr ordentlich bei mir. Ja. Gut, dann haben wir eine völlig